Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am Sonntag ex Audi. Höre, heißt es übersetzt. Der Sonntag weist uns darauf hin, wie wichtig es ist, immer wieder neu auf die Botschaft unseres Gottes zu hören. Er erinnert uns daran, wie wesentlich es für uns als Christen ist, darauf zu achten, was Jesus getan hat, damit wir es für unser Leben anwenden. Dabei bedient sich Gott dann nicht nur des Wortes, das wir lesen, sondern ich erfahre immer wieder, dass er auch ganz andere Hilfsmittel hat, mit denen er uns daran erinnert, was er von uns möchte und was sein Wort uns sagt. Dass auch die Königin der Blumen, die Rose, eine solche Hilfestellung leisten kann, das möchte ich Ihnen am heutigen Sonntag gerne einmal zeigen. Am letzten Sonntag ist nämlich Muttertag gewesen und da gab es Rosen en masse. Aber hinter dieser Blume steckt mehr. Dass sie eine Königin der Blumen sein soll, mag manch einen Menschen verwundern. Viel zu oft sind sie Massenware im Supermarkt und nicht unbedingt klimafreundlich hierher transportiert. Aber genauso oft auch zentrale Schönheit im Garten. Rosen sind ja gerade, wenn man bedenkt, dass man sie verschenken möchte, durchaus heikel. Man muss sich schon genau überlegen, wem man sie gibt. Gibt man sie der falschen Person, werden vielleicht auch falsche Schlüsse gezogen. Gerade wenn es denn rote Rosen sind, als Farbe der Liebe. Die gebührt natürlich nur einem ganz besonderen Menschen. Dabei ist die Rose bei all dieser Bedeutung doch letztlich nur eine Pflanze mit botanischem Namen, mit Blättern und Blüten und durch ihre Stacheln recht wehrhaft. Man kann aus ihr, wenn sie stark duftet, ein herrliches Öl gewinnen oder Gelee kochen. Die in den Früchten verborgenen Samen eignen sich hingegen für unangenehme Scherze, wenn man nämlich die Hagebuttensamen einem anderen unter das Hemd steckt. Und doch steht sie immer wieder auch als Bild für Besonderes ein. In einem Text der Dichterin Gertrud Stein lautet eine Zeile: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Man kann eine Rose nur beschreiben, indem man eine Rose beschreibt. Sie ist einzigartig, sie ist unvergleichlich und mag doch immer wieder einem Menschen auch zu etwas ganz Besonderem werden. Von dem Dichter Rainer Maria Rilke wird erzählt, gemeinsam mit einer jungen Französin kam Rilke um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß und um Geld bat. Sie hielt sich immer an dem gleichen Ort auf und nahm die Almosen entgegen, ohne auch nur einen einzigen Blick auf den Geber zu verschwenden. Rilke gab ihr nie etwas, während seine Begleiterin der Frau öfter mal Geld gab. Als die Französin eines Tages fragte, warum Rilke der Frau nie etwas geben würde, erhielt sie zur Antwort, dass man ihrem Herzen und nicht ihrer Hand geben müsse. Einige Tage darauf brachte Rilke der Bettlerin eine schöne, frisch erblühte Rose mit und legte sie in den Arm der um Almosen bittenden Bettlerin. Da geschah etwas Unerwartetes. Die Bettlerin blickte zu dem Geber auf, erhob sich mühsam vom Boden und ging mit der Rose davon. Eine Woche war die Bettlerin nicht mehr zu sehen. Dann saß sie wieder wie zuvor in ihrem gewohnten Platz und wandte weder ihren Blick noch mit einem Wort sich an ihren Geber. Auf die Frage der Französin, wovon die Frau während der Zeit, in der sie keine Almosen gesammelt hatte, gelebt habe, antwortete Rilke, von der Rose. Das meint wohl auch die Zeile von Gertrud Stein. Die Rose ist eine einzigartig kostbare Blume, weil sie wohl durch ihre Art ins Herz der Menschen zielt und tritt dann noch ihr Duft dazu. Dann kann man sich bildlich vorstellen, wie wohl die Bettlerin und auch manch andere Menschen eine Rose tun kann. Irgendwas ist an ihr, das macht sie besonders. Und diese Blume, über die so viele Texte und Lieder schon geschrieben wurden, die steht nun auch als Bild für Gottes Aufforderung an uns,
seinem Weg, seiner Idee vom Leben und von der Welt zu folgen. Im Buch Jesus Sirach heißt es: Gehorcht ihr, gehorcht mir, ihr frommen Söhne und Töchter, und ihr werdet wachsen wie die Rosen an Bächen gepflanzt, und ihr werdet lieblichen Duft geben wie Weihrauch. Wer diesem Weg, den Gott uns im Bild der Rose vorzeichnet, folgen mag, erlebt solch eine Lebensfülle, solches Genügen. Der erblüht, wie es eine Rose am Wasserlauf tut. Wer dem Wort Gottes so folgen mag, wird eben nicht nur erfahren, wie das Leben gelingt, sondern mehr noch, er wird anderen davon erzählen und dabei wie ein Duft sein und andere anstecken, ihnen Lust machen, diesen Weg mit Gott genauso zu versuchen, dabei zu verweilen und zu genießen. Denn das versuche ich meinen Konfirmanden immer wieder deutlich zu machen, das ist ein toller Weg, den wir da gehen, aber auch einer, der uns fordert. Denn in dieser doch sehr auf Fakten ausgerichteten Welt setzt der Weg mit Gott auf ein ganz anderes Grundgerüst. Hier geht es um nichts, was wir zählbar in Händen halten. Hier ist es uninteressant, was einer vorweisen kann. Es geht nicht um das, was der Mensch hat. Gott interessiert, was der Mensch ist, wer du, wer sie, wer ich bin. Der Glaube ist nicht etwas zu Haltendes, sondern etwas, das uns trägt. Einfach so geschenkt und mit Freude entgegengenommen, so wie der Strauß Rosen zum Muttertag. Der Glaube ist aber auch wie das Rosenbeet im Garten. Er will gepflegt sein, will nicht nur einfach so als praktische Möglichkeit für dies und jenes Ereignis gelten, will nicht nur Beiwerk im Leben sein oder Angabe, weil wir so tolle Gärtner sind. Glaube will mitten ins Leben hinein und aus dieser Mitte alles neu gestalten, mit Hoffnung, mit Zeit, Geduld und Liebe. Und je mehr wir dies zulassen, umso mehr wird aus der Knospe am Rosenstock eine wunderbar duftende Blüte, ein fester, das lebenstragender Grund und bewegender Glaube. Wer sich so von dem Duft mitnehmen lässt, wird entdecken, dass Gottes Wege ganz anders gehen als all das, was uns heute vorgelegt wird. Auf diesem Weg klebt sich niemand fest, um ans Ziel zu gelangen. Im Gegenteil, er setzt uns frei. Nur freie Menschen mit Lust an diesem Weg taugen auch für ihn. Menschen, die Lust haben, wie die Bettlerin, von der Rose zu leben, ihrem Duft und der Schönheit des Wortes. In dieser Welt, in der uns immer wieder vieles zugemutet wird, da wird auf einmal deutlich, Gott hat immer noch ganz andere Möglichkeiten, aber wir sind es auch, die sie nutzen müssen, ein Leben lang. Eine Wunscherfüllungsmaschine ist Gott dabei nicht, auch wenn das schön wäre. Naturgesetze überschreitet er nicht, die hat er selber gesetzt. Aber er ist es, der uns an den Grenzen, vor die uns der Lebensweg ja immer wieder mal führt, doch von der anderen Seite noch zuruft, komm weiter. Und uns ermuntert, den Weg darum herum zu suchen oder darüber oder manchmal auch mit dem Kopf oder der Spitzhacke oder der Überlegung, dann durch die Wand zu gehen, das gilt alt und das gilt jung. Während die Konfirmanden wohl eher die Variante Kopf durch die Wand versuchen, werden die Älteren vielleicht eher suchen, ob es nicht doch auch weniger schmerzhaft geht. Aber sicher ist allen eines, es geht weiter. Da ist immer noch ein Weg. Der Duft der Rose macht vor einer Mauer nicht Halt, davor und dahinter hat man ihn in der Nase. Und so wachsen wir weiter. Daran erinnert uns letztlich auch das Osterfest. Wir müssen den gestorbenen Christus nicht mehr bei den Toten suchen, an dieser unüberwindlichen Grenze, wie wir sie erleben. Er lebt, er ist auferstanden, er hat es überwunden. Das ist wie die rote Rose Gottes dann für uns. Ein einzigartiges Geschenk aus Liebe zu uns. Neues Leben, neue Hoffnung, neue Wege, immer und immer wieder. Unerklärlich wie die Rose. Und eben einzigartig wie sie. Amen.
Lassen Sie uns beten. Guter Gott, herrlich sind die Rosen, rot, gelb, weiß und bunt gemalt in deine Natur. Sie freuen uns, sie berühren uns. Und immer wieder hast du in all den Wundern deiner Natur, deiner wunderbaren Schöpfung, noch etwas mehr an Wunder hineingegeben. Uns zur Freude, aber auch zum Nachdenken. Und immer wieder auch, um darin deine Handschrift, deinen Weg und Willen zu erkennen. Uns daran zu erinnern, dass wir nur zur vollen Blüte gelangen, wenn wir dir folgen. Wie einen herrlichen Rosengarten breitest du das Leben mit dir vor uns aus. So lass uns leben, aus dir und von dir, alle Tage, die du uns in deiner Güte schenkst. Lass uns üben, was auch der Bettlerin gelang, zu leben von dem wunderbaren Geschenk deiner Nähe, so wie sie lebte von der Rose. Gemeinsam beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen Sie in die kommende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag. Da feiern wir Pfingsten wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.